Bloß schnell weg aus dem Dorf, rein ins Großstadtleben. Das wollen viele junge Menschen. In der Stadt gibt es einfach die größere Auswahl an Unis, Jobs und Partys. Landflucht ist eine Herausforderung für viele Regionen, wobei andere an ihrem Dorf hängen. Auf all das schaut jetzt die neue ARD-Themenwoche Stadt, Land, Wandel. Und wir starten mit einem Blick über unsere Landesgrenzen hinaus, nach Spanien. Schöne Landschaften, aber menschenleer. Mehrere hundert Dörfer sind seit Jahren verlassen. Natalia Bachmeier stellt uns eine Familie vor, die in einer Großstadt den Ruf erhört hat, dass ein kleines Dorf in der Sierra de Camarena sie so nötig braucht wie das täglich Brot. Laura Amores und José Ortega wollten immer nur Bäcker sein. Es ist ihr Traumjob. Aber dann kam Corona und beide wurden arbeitslos. Jetzt fangen sie noch mal von vorne an, von der Großstadt in die Dorfbäckerei. Meine Familie hat immer gesagt, du traust dich doch eh nie aus Zaragoza weg. Vor allem meine Mutter hätte das nie gedacht. Von Zaragoza, 670.000 Einwohner, nach Camarena de la Sierra, nicht mal 100 Einwohner. Alles in Camarena ist entschleunigt. Die meisten hier sind Rentner, die Jüngeren sind in die Stadt gezogen, der Arbeit hinterher. Und darum fragt der Bürgermeister täglich bei seinen Neuzugängen ab, ob sich auch alle wohlfühlen. Sie sollen ja bleiben. Schließlich hat er sie aus 70 Bewerbern für die Dorfbäckerei ausgewählt. Auf die Frage nach der Berufserfahrung haben viele geantwortet, nein, aber ich kann es doch lernen. Aber das ist hier ja nicht wie Bierzapfen in der Kneipe. Du hast komplizierte Maschinen und so. Außerdem brauchte ich Leute mit Kindern. Zwei von den drei Töchtern der Familie sind nämlich noch im Grundschulalter. Und das rettet Camarenas Zwergschule. Denn es braucht drei Kinder, damit die Behörden sie nicht dicht machen. Drei Kinder, also 10, 8 und 6, in einer Klasse. Geht das überhaupt? Und ob? Einer hilft dem anderen. Und auch wenn ein Kind jünger ist, kann es gleichberechtigt mitarbeiten. Das ist schon eine Herausforderung für uns und für sie. Aber sie bereichern sich gegenseitig. Ein neues Lieblingsrestaurant hat die Familie auch schon gefunden. Im Dorf gibt es immerhin noch zwei. Im Moment fühlt sich alles richtig an, findet Laura. Nach Zaragoza will jedenfalls keiner mehr zurück.